Hallo Steffi. Huhu. So, Gesetz hast du dich schon. Du weißt, was auf dich zukommt. Ich werde dir 10 Fragen stellen. Es kommt nicht auf Schnelligkeit an. Ja, irgendwann sage ich dann natürlich, auch wenn du gar nicht mehr weiter weißt, hören wir dann auf und gehen zur nächsten Frage über. Wenn ich eine Frage nicht gleich beantworten kann, kann ich die auch zum Schluss nochmal nehmen? Das können wir auch machen, ja. Das wäre ganz cool. Vielleicht, gut. Dann fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an, okay? Ja. Also, ein Klassiker der vietnamesischen Küche ist eine Suppe mit weißen Nudeln, Rindfleisch und Lauchzwiebeln. Nein, wie die heißt, ne? Genau. Wie heißt sie? Andersrum wäre es leichter gewesen. Boah, irgendwas mit Suko, keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht fällt es mir später nochmal ein, aber ich glaube nicht. Wärst du lieber, wenn wir sie nochmal zurückstellen? Bitte? Wärst du lieber, wenn wir sie nochmal zurückstellen? Ja, vielleicht fällt mir nachher noch ein. Also ich habe es ungefähr im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher und ich glaube, es stimmt momentan nicht. Gut, wir stellen sie nochmal zurück. Okay. Welche ehemalige Hauptstadt Vietnams liegt am sogenannten Parfümfluss? Ehemalige Hauptstadt. Ja. Wie sie früher hieß oder wie sie jetzt heißt? Sie heißt jetzt so und war früher mal Hauptstadt von Vietnam. Das ist die... Oh mein Gott. Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. Und hier ist... Nein, das ist sie nicht. Das ist eine andere Stadt. War früher die Hauptstadt? Früher? Aber heute ist es nicht mehr. Ganz genau. Früher? War früher die Hauptstadt und liegt am Parfümfluss. War früher die Hauptstadt und liegt am Parfümfluss. Ho Chi Minh City, oder? Ja, sie fix. Mekong Delta? Kann das sein? Mekong Delta? Nein. Nee, das Mekong Delta ist keine Stadt. Das ist eine Region. Können wir die nicht auch am Schluss machen? Saigon war das. Also ich sage Saigon, wenn es jetzt falsch ist, dann habe ich es falsch. Gut, dann ist das leider falsch. Gut. Die richtige Stadtantwort wäre Hue gewesen. Ja, die ist es aber heute noch. Oder nicht? Nein, Hanoi ist sie heute. Hue. Okay, gut. Okay. Das hast du schon selber beantwortet. Mhm. So, dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. In Vietnam leben schwarze, grüne, rote und weiße und Blumen. Hmong. Was versteckt sich hinter diesen Namen? Das sind verschiedene ethnische Gruppen. Das ist eine ethnische Gruppe, genau. Und was versteckt sich dahinter? Was für eine genaue ethnische Gruppe ist das? Hmong, ethnische Gruppe. Boah, sind das schwere Fragen. Hmong. Buddhismus ist es nicht. Das war ein relativ großes Kapitel in dem Buch.
über die Mauer. Das waren sehr viele große Kapitel. Kaudesmus, wie das heißt? Kaudesmus oder irgendwie so. Nee, die haben andere Sachen an. Oh, das ist echt schwer. Entweder Kaudesmus oder diese drei Religionen, die zusammengestellt wurden. Dann eher in etwas falscher Richtung. Immer noch falsch. Ja. Ach du Schande. Kaudismus? Was war denn noch? Hinduismus, Konfuzianismus, Taoismus, was war alles noch? So, ich bräuchte dann jetzt eine Antwort.